Wir sind jetzt in Malibu und wir haben noch Zusatzschlaufe noch gemacht und jetzt ist der Weg und jetzt möchte ich euch etwas zeigen, was auf der ganzen Welt nur da gibt. Hallo Tina. Gibst du mir jetzt gerne Nase? Jetzt gibt er meine beste Arm, die ich habe. Zeigen. 38 Jahre. Der Meister. Hast du es auch noch? Super, Mann. Beides Steinadler. Ja, das sind beides Steinadlerweiber. Hier ein 38-jähriges Weibli, sie hört auf den Namen Taiga. Das ist ein 18-jähriges Weibli, sie hört auf den Namen Azul. Okay, und du bist mit beiden verheiratet? Ja, wir leben in der Monogamie. Ja, hier die Vielweiberei, gell? Mit der Taiga seit 30 Jahren verheiratet. Und wie funktioniert das? Du musst dich bewerben. Sie liest aus. Ob sie dich nimmt, kannst du nicht bestimmen. Schon bei uns Menschen. Nur weil sie mir gefällt, heisst nicht, dass sie überkommt. Gell? Und das ist ja dasselbe. Hast sie überkommen, die Ehe wie hier, hast sie für immer. Gell? Das ist ein Leben lang. Aber auch die Eifersucht. Das heisst, meine menschliche Frau mag sie nicht. Nein. Nein, die duldet sie nicht. Hat sie deine menschliche Ehefrau angegriffen? Nein. Also, Eifersucht. Gell? Sie wird sie nicht tun. Okay. Und du machst ja Greifvogel-Show, wie es auf der ganzen Welt auch geht, aber für dich gibt es etwas, was man sonst nie auf der ganzen Welt machen kann. Ja, das, was wir hier speziell anbieten, und das seit 21 Jahren und immer noch weltweit einzigartig, sind die Adlererlebniswanderer. Das heisst, du kannst das buchen, egal auf der Reise, nehmen einen Steinadler mit und dann lassen wir noch auf 2000 Meter ausfliegen. Kann zurück, jetzt mal gut, gut in 2 Stunden. Gute Winde gehen die bis auf 4000 Meter auf und sie begleitet uns dabei. Okay. Und der Mensch erfährt dann alles über Steine. Das ist wunderschön. Das glaube ich. Und was macht sie jetzt da? Sie schaut, ob du da fressen hier auf dem Händchen hast. Ist ein Knabber. Also alles gut. Ich muss mir, glaube ich, auswählen. Ehemann. So, schau mal, der Prachtskerl an.